nochmal. Einmal einen Blick darauf werfen, wo wir gestern denn waren, was wir seit gestern so ein bisschen gestern noch geschafft haben. Wir haben uns von hier unten nach oben ausgebreitet. Hier gehen wir ein bisschen rüber. Wir sind bis hier nach Malkor gekommen. Das ist so unser östlichster Posten. Hier sind wir gerade beim Terraformen, um hier nochmal eine Kolonie einzunehmen. Da sind schon die Ferengi. Die sitzen auch hier drüben. Ich denke mal, die werden sich hier ein bisschen nach unten bewegen. Da haben wir eins unserer Forschungsschiffe oder ein Forschungsschiff, das einzige, was wir entdeckt haben. Wir hatten gestern kurz die Edo besucht, die ja hier so ein göttliches Wesen im Orbit haben, was sie beschützt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht angreift, denn dieser Edo-Gott, der ist ziemlich stark. Zumindest für unser Forschungsschiff. Später kein Problem mehr, aber im Moment sollten wir uns nicht unbedingt mit ihm anlegen. Die Klingonen sind, glaube ich, aktuell mit... Wir sind hier im Krieg. Wir können mal kurz die Übersicht aufrufen mit den Beziehungen. Genau, die Romulaner waren mit allen im Krieg irgendwie. Die Cardassianer, den Ferengi und den Klingonen. Für uns sind die noch unbekannt. Wir kennen mittlerweile... Wenn wir hier einmal gucken, Cardassianer haben wir noch nicht getroffen. Und auf die... doch, Cardassianer haben wir getroffen. Ferengi haben wir getroffen. Und die Klingonen sowieso, mit denen haben wir ja Frieden. Die Romulaner kennen wir noch nicht. Sozusagen nur vom Hörensagen. So, Deneb, Systemreihe ist leer. Da sollten wir mal gucken, wie das aussieht. Haben wir sonst noch etwas? Wir haben die Ferengi bezwungen in einem Kampf. Schauen wir mal nach Deneb. Das hatten wir aber, glaube ich, schon, genau, das hatten wir letztes Mal schon erledigt. Ich denke mal, hier fliegen wir eh weiter in der Runde. Können sonst noch mal einen Blick auf alle Systeme werfen. Mit den Klingonen sind wir aktuell verbündet. Die werden uns also nicht angreifen. Gut, wir wieder Geld rein bei denen. Also die verdienen ja ein bisschen was an uns. Sonst wären die wahrscheinlich schon gar nicht mehr da. Flotte, wir haben hier 3 Zerstörer. Wir haben hier... ja, keine Ahnung, wie man die einsortiert. Diese talarianischen Schiffe. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch irgendwo in Richtung Zerstörer gehen. Und wir haben hier noch einige leichte Kreuzer, die wir gebaut haben. Das ist dann die Ambassador-Klasse. So, da haben wir auf jeden Fall einige Zerstörer und schon mal leichte Kreuzer. Bauen wir hier eigentlich noch? Ja, da wird noch gebaut. Okay, dann können wir einmal am besten durchgehen durch alle Systeme. Wir fangen mal ganz oben an. Devian müsste das erste sein, vom Namen her. So, da läuft noch alles. 15 Runden, bis das durch ist. Angosia, da bauen wir jetzt gerade noch einen leichten Kreuzer. Dann könnten wir hier die Universitäten ausbauen. Das ist, glaube ich, erstmal okay. Bynaos läuft. Die sind noch 17 Runden beschäftigt. Da haben wir auch eh gerade nichts Neues für die. Korkorali baut fleißig an Klasse 3, an 3 Klasse 1 Fabriken. Da wird auch gerade eins gekauft, das haben wir schon erledigt, okay. Deneb, da haben wir gerade eben schon geschaut. Die Systemreihe ist voll. Dann schauen wir einmal nach Elba, auch dort haben wir schon gekauft. Das ist eins von den Systemen, die wir erst eingenommen haben, wo wir erst eine Kolonie gegründet haben. Evadne, da wird im Prinzip auch eine Fabrik ausgebaut. Läuft noch 17 Runden. Harvest Alpha. 5 Typ 1 Plasma-Reaktoren bauen wir dort. Ich glaube, die sind hier auch relativ zügig. Ja, Runde pro Stück. Kenda wäre das nächste. Dort ist eine Runde, sind die Fabriken besser. Dann werden die Datenbanken ausgebaut. Da würde sich wahrscheinlich dann auch mal eine Werft rentieren an der Stelle. Und ich glaube, die Windturbinen sind nie schlecht, um da was zu machen. So, das wäre Kenda. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, da war mal so ein bisschen auch mit Nahrung. Aber das passt jetzt eigentlich. Malkor. Handelsgüter. Wie haben wir hier das denn verteilt? Okay, wir haben hier viel auf die Universitäten. Wir haben hier ordentlich in die Forschung was reingesteckt. So, was haben wir noch? Malkor. Mein Sol-System, dort werden die Universitäten gerade ausgebaut. Könnten dann die, ja, eigentlich die Fabriken, oder gehen wir doch auf die Nahrungsproduktion? Ich glaube, wir machen erst das.
Das ist soweit okay. Handelszentrum können wir noch bauen. Private Farmen werden auch noch offen. Das machen wir dann am Schluss. Dann geht es relativ schnell. Und das Daystrom-Institut. Das können wir einmal pro Mitgliedssystem. Okay, das können wir also überall bauen. Stopp, wir hatten noch zwei. Thaler baut leichte Kreuzer. Hat danach sonst nichts. Da müssen wir mal gucken. Ich denke mal, wir werden dann wieder ein bisschen was hier in die Forschung stecken. Wobei wir könnten ein bisschen was an hier die Datenbanken bauen. Komm, gehen wir auf 10 Stück. Denn das wäre auch wahrscheinlich nicht verkehrt, irgendwann dann in Richtung Geheimdienst dort zu tendieren. Pyrus fehlt noch. Und auch da wird gerade noch gebaut. Da haben wir eins gekauft. Ist auch eine von den neuen Kolonien. Da sollten wir dann noch mal gucken. So, viel passiert ist nicht. Ein bisschen was gebaut. Plasmareaktoren. Nichts, was irgendwie eine Meldung nötig machen würde. So, die Ferengi sind auch da. Die haben dort einen Waffenkreuzer hingeschickt. Da sieht man, okay, ich denke, die werden hier wahrscheinlich irgendwo dann auch liegen. Ja, mit den Klingonen wollen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben erst Kontakt mit einer fremden Kultur. Grüße vom Romulanischen Imperium. Wir haben nichts gegen gelegentliche diplomatische Zusammentreffen. Ziehen es aber vor, uns um unsere Angelegenheiten zu kümmern. Wenn Sie das respektieren, werden wir friedfertige Nachbarn sein. Also die Romulaner sind ein uralter Ableger der Vulkanier. Sie verließen die Welt ihrer Ahnen, als Suraks Philosophie der Logik Fuß fasste. Ihre Gesellschaft ist republikanisch und auf Isolation ausgelegt. Die Romulaner ziehen es vor, in Ruhe gelassen zu werden und mischen sich kaum in die Angelegenheiten anderer ein. Es ist eine Folge dieser Politik, dass all ihre Raumschiffe mit Tarnvorrichtungen ausgestattet sind. So, und wir sind mit den Waffen weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit für Typ 4 Datenbanken, Universitäten der Stufe 4 und auch Kommandokreuzer sind möglich, vorausgesetzt die anderen Forschungen sind soweit, um das durchzuführen. So, Materiepakete. Torpedos enthalten explosive Ladungen aus Materie und Antimaterie. Materiepakete ermöglichen es, dass Materie und Antimaterie-Reagenz vor der Explosion zu mischen, wodurch der Detonationsablauf effizienter und effektiver wird. Ja. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, die Cardassianer wollen auch was von uns. Schauen wir nochmal, wie viel die haben wollen. 2900, wie viel haben wir denn? Ah, und wir sind in romulanisches Gebiet eingedrungen. Darum, ne? Sollen wir dann auch mal zügigst rausfliegen. Sehen wir die denn irgendwo? Nee, noch nicht. Aber ich denke mal, wenn hier die Ferengi sind, da die Romulaner, dann werden die irgendwo hier sitzen, denke ich. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen aufpassen, dass wir da uns stark aufstellen an der Stelle. Klingonen haben wir im Moment unter Kontrolle, aber ich weiß ja nicht, wie das mit den anderen aussieht. Ja. Geld Abkommen haben wir im Moment, stört angenommen. Uns nicht. Wir geben ihnen mal das Geld. Können die eben ein bisschen weiter Krieg führen. Die haben ja eh, glaube ich, gerade die Romulaner in den Krieg verwickelt. Terraforming abgeschlossen. So, und in Garon haben wir das Terraforming abgeschlossen. Dann brauchen wir hier den nächsten Planeten. Planet zum Terraformen auswählen. Wir hatten noch ein bisschen was gekauft. Wir könnten noch mal hier in die Planeten reinschauen. Genau, da können wir noch mal. Der braucht 20 Runden. Güter bestellt. Elba ist wahrscheinlich auch noch. Genau, auch hier Güter noch ein bisschen bestellt. Was. Und Pyrus hat auch noch eine Fabrik. Güter bestellt. Und da müssen wir mal schauen, wie es da dann weitergeht. Sind wir jetzt mit der Werft dran. Okay. Da ist der Kreuzer fertig. Den schicken wir jetzt hier runter. Dann fehlt hier, glaube ich, 9 war das Maximum. Können wir eigentlich noch fast einen danach bauen. Schiffbau. Wir können Kommandokreuzer jetzt. Ah, die sind doch möglich. Zerstörer sind jetzt auf Stufe 2 hochgerüstet. Ja, dann holen wir so ein Kommandoschiff dazu. Die erste Galaxy-Klasse. So ein bisschen was ausgebaut. Da ist eine Systemreihe leer. Okay, das war das. Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Farmen. 3 Stück. Und nochmal 3
Fabriken. Das geht, glaube ich, relativ zügig. Wir haben hier noch plus 91, von daher haben wir da Zeit im Moment. Also auch wenn wir das ausbauen, ich glaube, danach können wir uns dann mal die Verbesserung vornehmen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, und die wollen uns in den Krieg ziehen. Da habe ich aber eigentlich überhaupt keine Lust zu. Die Romulaner haben uns auch gar nichts getan. Wir kennen sie kaum. Da lehnen wir erstmal ab. Auch wenn, ja, das wahrscheinlich ein bisschen unsere Beziehung belasten wird, vermute ich. Abkommen wird abgelehnt. Aber nein. Aktuell kein Krieg. Auch wenn wir uns das wahrscheinlich leisten könnten. Ja, wir haben auch nur plus 2 Dilithium, das heißt, schnell nachproduzieren ist halt nicht. Also, wir können auf 2 Systemen, meine ich, müssen wir dann gleichzeitig ein Schiff bauen können. So, und da haben wir die, genau, das sind dann die 9, damit ist diese Flotte voll. Da machen wir die Formation auch mal, erweitern wir die. So, Kenda ist leer. Ist noch etwas leer? Nein. Wie sieht's denn hier aus? Eigentlich ziemlich gut. Wir haben das schon soweit. Können wir hier ein bisschen weiter fliegen? Ja, da können wir eigentlich dann mal das Forschungsschiff darunter schicken. Machen wir gleich mal. So, in der Bauliste gucken wir mal. Könnten die noch ein bisschen ausbauen. Subraumscanner wäre möglich. Das machen wir zuerst. Wie sieht es mit Energie aus? Ja, wir haben ein bisschen, könnten ein bisschen umdisponieren, gegebenenfalls. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir die Farmen aus. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir da als nächstes vorgehen. Terraforming abgeschlossen. So, und da haben wir eine Hungersnot. Ah, uns fehlt da nicht viel. Da wird die gebaut, die sind in einer Runde fertig. Haben wir genügend Energie? Ja, haben wir. Okay, das Problem sollte sich von selbst lösen. Haben wir sonst noch was? Aaron, ist die... Ist das Terraforming abgeschlossen? Planet zum Terraformen auswählen. So, und das ist unser Forschungsschiff. Das wollte ich jetzt einfach mal hier rüber schicken. Also wir haben ja hier noch, wir haben noch Ekos, wir haben Ophikus, wir haben hier oben noch. Ja, das Suvin-System möchte ich auf jeden Fall noch haben. Bei den anderen gucken wir mal. Also es sind ja so kleine, winzige Dinger. Ja, da ist noch ein Ozeanischer mit 55. Ja, 95 ist auch nicht so viel. Also das bringt hier eigentlich am meisten. Wir haben hier 80. Haben wir 125. Ja, 155 ist auf jeden Fall besser als das hier unten. Kommt es nicht an so ein System ran. Das ist auch schon... Ja doch. Das ist nochmal ein bisschen kleiner eigentlich. Ja, das ist nicht verkehrt. Das ist eins unserer besseren Systeme. Aber da haben wir auch gerade zum Anfang angefangen. Das war unser erstes System. Dementsprechend ist das weit ausgebaut. Der Geheimdienst meldet dringliche Mitteilungen. So, da ist ein Schiff aufgebracht worden. Was haben wir denn hier? Während einer Routinekontrolle wurde ein Schiff entdeckt, das als Kurier der Cardassianer agierte. Aus den Logs des Schiffs konnten wir entnehmen, dass der Händler Nachrichten, Waffen und Agenten für die Cardassianer beförderte. Ihr gesamtes Netzwerk wurde somit geschädigt. Wir können davon ausgehen, dass ihre Operationen in unserem Imperium für längere Zeit behindert sind. Ja, das ist doch mal nicht verkehrt. Mittlerweile haben wir auch ein paar mehr Punkte hier verteilt. Wir können uns nochmal hier den Imperium-Status anschauen. Zumindest soweit es unsere Agenten berichten. Also wirtschaftlich sind wir am stärksten auf jeden Fall gegen einen anderen. Von der Forschung her sind wir gleich auf mit Cardassianern und Ferengi. Militärisch führen wir, das heißt, wenn wir eingreifen würden, hätten wir gute Chancen, hier einen Krieg auch zu drehen. Aber wir halten uns noch mal ein bisschen zurück. Wir wollen ja eigentlich keinen Krieg führen. Wir haben 5 kleine Spezies bei uns. So, die Cardassianer haben 1, die Ferengi 2, die Klingonen 1, die Romulaner haben gar keine andere Spezies in ihren Reihen. Wir haben die meisten Systeme.
kolonisiert, so wie es aussieht. Aber zufrieden sind die alle. Die Romulaner sind apathisch. Ansonsten geht es denen eigentlich allen gut. So, insgesamt, wir gehen auf innere Sicherheit. Wir greifen jetzt nicht irgendwie über Spionage oder Sabotage in die anderen Imperien ein. Das behalten wir auch erstmal so bei. Wie sieht es hier aus? Da wird der Kommandokreuz gebaut. Genau, das ist schön. Aber mal gucken, ob wir hierfür noch ein bisschen was... Dass wir hier noch, denke ich mal, 3 und 3 produzieren. Können wir da hinten machen. So, Schiffbau. 3 leichte Kreuzer und 3 3 Kommandokreuzer. Die schicken wir dann ins Sol-System. Das wird unsere Heimatflotte dann erstmal. So, nächste Runde. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Haha, so, jetzt wollen die Romulaner, dass wir bei ihnen mitmachen. Gegen die Cardassianer. Nein. Abkommen wird abgelehnt. Machen wir nicht. Gibt's nicht. So, Terraforming abgeschlossen. Kreuzer Diplomatische gebaut. Nachrichten sind eingetroffen. So, und jetzt wollen die Ferengi auch. Ja, sagt mal. Also, aber ich habe jetzt gerade nicht geguckt, ob irgendwo ein Kolonieschiff. Nee. Nee, Freunde. Das System wird kolonisiert. Das gehört uns. Das Kommandoschiff schicken wir schon mal hier runter. Kann man beobachten, wo die denn hinfliegen. Das Wurmloch haben wir auch noch nicht verwendet. Wir könnten die auch ins Wurmloch schicken. Dann landen wir wahrscheinlich irgendwo in einem unteren Gebiet hier unten. Aber mal schauen. So, die Antedianer, die wollen... Die sind immer noch nicht. Die sind immer noch alleine. Wo stehen die denn jetzt? So, die Ferengi. Gehen die Romulaner? Nein, auch bei euch noch hier nicht mit. Abgelehnt. So, wo sind sie denn, die Antedianer? Da. Aufgebracht. Weshalb auch immer. Getan haben wir nichts. War noch irgendwas in Übersicht, da was gebaut. Ja, ich muss noch mal einmal durch alle Systeme durch, weil ich fürchte, ich habe irgendwas, glaube ich, vielleicht übersehen. Fangen wir noch mal oben an. Da läuft was. Angosia läuft, das aber eben noch. Genaus ist drin. Wir haben noch genügend. Oder kann man ein bisschen umdisponieren. Denn bis die im Prinzip das erreicht, haben wir auch schon wieder 9, die wir dort oben reingesteckt haben. Sind die nämlich ein bisschen schneller fertig. So, Deneb ist beschäftigt mit dem Ausbau. Elba läuft soweit auch. So, können wir es hier... Ja, müssen wir da mal gucken. Also 155... Mal schauen, wie wir hier das ein bisschen verteilen. So ein bisschen warten, bis im Elba-System sich was tut. Evadne baut. Könnte nochmal zu Typ 4 gehen. Das ist okay. Da musste er jetzt... Nee, das war... Achso, das war... War das Kinder? KWS Alpha? Ich war irgendwo... Haben wir nicht irgendwo... Noch... Ah, das müssen wir gar nicht mit Energie versorgen. Darum. Ich habe gedacht, wir müssen eben noch Energie reinstecken. Das passt soweit. Die haben aber jetzt nichts mehr offen. Wir könnten die... Müssten wir die denn sogar ausbauen? Die Farmen? Ne, wir haben die Maximalbevölkerung ja plus. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Von daher könnten wir auch auf die Fabriken gehen. Was haben wir denn sonst noch übrig? Subraumscanner. Private Farm. Fondationswerft. Energie haben wir. Also wir können mal die Werft bauen. Als nächstes. So ein Handelszentrum ist sicherlich auch nicht verkehrt. Und dann danach bauen wir mal die Fabriken hier aus. Kavis Alpha, Kinder. So, die haben noch 8 Runden. Das passt soweit. Malko hat man, glaube ich, alles auch genau da reingesteckt. Im Sol-System bauen wir auch weiter aus.
Talar baut die Datenbanken. Die können wir danach mal verbessern. Ah, dann können wir einen Horchposten errichten. Wir sind relativ nah an der klingonischen Grenze dort. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir ein bisschen unsere Scan-Reichweite verbessern. So, Tyrus. Die bauen eigentlich auch noch Bomben. Okay, dann haben wir soweit eigentlich alles. Gehen wir in den nächsten. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. So, und die wollen hier, okay, die wollen sich das System, gut, das haben sie eh schon kolonisiert, die haben hier einen Planeten, den Rest schaffen sie sich jetzt wahrscheinlich. So, jetzt wollen wir hier mal, erstmal brauchen wir ein paar Farmen und Fabriken. Und die kaufen sie erstmal. Ich hoffe, dass das Forschungsschiff 2 Runden braucht, das bis dorthin. Wir schicken es mal, hier sind 4 Runden, okay, in 4 Runden, glaube ich, fliegen wir mal dort rein. Wie weit runter kämen wir denn? Wir könnten hier noch ein bisschen gucken. Wollen wir erst erkunden? Ich denke, wir erkunden erstmal, bevor wir ins Wurmloch fliegen. Denn wenn wir Pech haben, wird das Schiff zerstört. Und das möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich erstmal vermeiden. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, die Klingonen wollen wieder was. Elba ist leer. Wir schauen erstmal dort vorbei. Ja, hier brauchen wir einfach mehr Bevölkerung. Die muss einfach wachsen. Und da, wir können ihnen jetzt eine Aufgabe geben, wo die ein bisschen was zu tun haben. Mal die Windturbinen, dann kriegen sie ein bisschen Energie. Das sind jetzt 8 Runden. Und dann schauen wir da mal weiter. So, Klingonen, die wollten noch was. Na komm hier. Abkommen wird angenommen. Ihr haltet uns da für die anderen vom Hals. Wir brauchen euch ein bisschen Geld geben. Wir verdienen immer noch mehr als genug. Mit über 40.000 haben wir, glaube ich, auch noch eine gute Reserve. So, wird hier denn jetzt, genau da wird jetzt an unserer Flotte gearbeitet. Unser Heimatsystem. Und wir haben wieder einen Forschungsdurchbruch im Bereich Energie. Elektroplasmatische Kraftverteilung. Plasmaenergie wurde schon immer in Warp-Antrieben genutzt, doch neue Eindämmungsverfahren ermöglichen es, diese Kraftquelle in bewohnten Gebieten einzusetzen, in denen eine massive Abschimmerung unpraktisch ist. Ermöglicht Ladungssammler, Föderationsreplikator und Typ 5 Plasmareaktor. Ladungssammler meine ich war auf Eiswelten. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, und die Romulaner wollen auch was haben. Ich glaube, die haben somit das größte Problem. Ihr habt doch eigentlich eh gerade mit allen Krieg. Und dann wollt ihr von uns... Ja, die wollen Geld haben. Die wollen Geld haben, damit sie den Krieg finanzieren können. Ach, wisst ihr was? Nee. Abkommen wird abgelehnt. Heute nicht. Ist noch irgendwas offen? Aber wir könnten mal gucken, wir hier einen Pluto ist, glaube ich, ein Eisplanet. Da können wir schauen, die hier, genau, da gibt es die Ladungssammler. Einmal pro System mit arktischem Planeten. Bringt 100 Energie. Ich meine, können wir mal mitbauen. Sparen wir uns gegebenenfalls mal das eine oder andere nochmal ein. So, können wir den anderen System später auch mal noch ergänzen. Hier, genau, da wäre es wahrscheinlich auch einsetzbar. Genau, dann haben wir auch einen arktischen Angosia 5. Das Forschungsschiff ist mittlerweile hier angekommen. Dann sind wir bald dort unten. Unsere Streitkräfte haben die Schlacht gewonnen. So, wir haben gegen die Cardassianer eine Schlacht geführt. Sektor E4. Da waren Cardassianer. Ach, es ist ein... Okay, das war wohl ein... vom Namen her würde ich sagen, das ist so ein Scout gewesen. Da unten will auch keiner hin. Ja, vielleicht können wir doch noch hier unten hin expandieren.
Können wir hier noch drei Runden, können wir hier Schiffe bauen? Wie lange braucht hier ein Kolonieschiff? 5 Runden? Zwei Runden. Aber zwei. Na, welcher würde sich denn anbieten? Eigentlich beide, ist schon fast der weniger. Aber hier das Hatulan-System. Ah, mal gucken. Schauen wir mal da unten, was es da so gibt. Ja, die Klingonen werden uns vielleicht so ein bisschen sagen, nee, wollen wir nicht. Sind wir nicht mit euch zufrieden. Aber irgendwann müssen wir einfach expandieren. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, da haben wir eine Werft gebaut. Wir haben genug Bevölkerung für eine Handelsroute. Die Klassana gaben eine Erklärung ab, die Romulaner eine Erklärung und die Romulaner bieten uns nicht an das Pakt. Was sagt ihr denn? Ach, ja. Das ist aber unser Gebiet gewesen. Und ich glaube nicht, dass wir zuerst geschossen haben. So, was war noch? Die Romulaner. Aber gut, die freut das natürlich. Und nicht Angriffspakt 500 und Gimus 484. Ja, komm. Abkommen wird angenommen. Wobei, das könnte auch die anderen das mal rückgängig machen. Abkommen wird abgelehnt. Weil die anderen sind im Krieg. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen, wir nehmen das nicht an, wir brauchen das Geld auch nicht. So, und wir fliegen mal hier rüber in das System, das kennen wir nämlich noch nicht. Was ist passiert? Ein leichter Kreuzer gebaut. Datenbank abgeschlossen. Galar-System, da wird jetzt der Scanner gebaut. Was machen wir da als nächstes? Dieses Genesis-Forschungslabor ist einmal pro Imperium. Das würde ich gerne ein bisschen, sag mal, im Hinterland positionieren. Wobei eigentlich ist das so ein System, was auch viel und schnell produziert. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, muss man mal überlegen. So, auf jeden Fall ein Replikator sollten wir auf jeden Fall hier holen. Datenbank haben wir gar nicht besetzt im Moment. Was gibt es denn noch? Ah, die bauen wir trotzdem aus. War noch etwas, wo was gebaut wurde? Nee. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Kenda, Systemreihe ist leer. Da waren wir voll. Können wir auch den mal betreiben, das ist gut. Was machen wir denn hier noch? Ladungssammler für 2 Runden. Ja, machen wir noch ein bisschen Energie dazu. Oder machen wir die Forschung auf Kenda. Dann einen Replikator bauen wir. Daystrom-Institut 10 Runden. Bunkernetzwerk. Bodenverteidigung. Runden für die Fabriken. So, wir brauchen, ich denke mal, zum Horchposten ausbauen. Ja, müssen wir einfach. Oder wir müssen halt dort nochmal mehr produzieren. Machen wir mal so. Sollen die das mal machen? So, Caldera, was haben wir denn hier? Das sind 25er, ein 80er und noch ein 80er. Ah, schon mal nicht schlecht. Aber kommt halt nicht an den hier dran. Das ist so ein System. Da ist ein Schlachtkreuzer unterwegs. Die fangen sich wahrscheinlich auch. Was machen die da? Auch unsere Systeme. So, die Schiffe schicken wir mal schon mal hier rüber. 5 Runden brauchen die. Ja, und dann müssen wir für Malkor vielleicht nochmal eine Flotte organisieren. Bei Gelegenheit.
Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Die wollen auch wieder was. 5000 Credits. Oh. Aber sie sind schon nicht kooperativ. Komm. Abkommen wird angenommen. Eigentlich will ich gerade keinen Krieg führen. Ach, wir haben hier ein bisschen was vergessen. Güter bestellt. Aber ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm gewesen. So, müssen wir gleich wieder ein bisschen reingucken. Wie sieht's bei euch aus? Haben die schon... Ah, die sind fleißig dabei. Die haben hier bald das ganze System und das ist ein gutes System. Also Blue Horizon ist schon ordentlich. Die sind jetzt bei 155. Wenn der noch dazu kommt, dann sind die bei 245. Das ist nochmal ein 90er und dann nochmal ein 80er. Ah. Die Ferengi könnten gefährlich werden. Richtig, die werden sich wahrscheinlich auch was da oben schnappen. Aber wir bleiben hier, ich denke. Ja, vielleicht sollten wir doch hier runter expandieren, um die Klingonen herum. Jetzt machen wir mit dem Talar-System Datenbanken aus. Drei Runden noch. Und dann holen wir uns im Anschluss zwei Kolonieschiffe. So, und da müssen wir da mal gucken, die brauchen nämlich noch Energie. Wir können das nicht betreiben. Das wollen wir eigentlich nicht. Dafür fehlt uns ein bisschen was an Energie. Hier können wir einen abzweigen. Den packen wir hier hin. Das passt. Dann sind wir da schon mal aufgestellt. Haben sogar noch genug, um die Schildgeneratoren zu betreiben. So, Bautechnik, Warpfelder haben eine Stabilitätsschwelle, die ihren Energiebedarf strukturierter Integritätsfelder senkt. Statische Warpblasen stellen daher eine effizientere und stabilere Quelle struktureller Integrität dar. Ermöglicht Utopia Planitia, Klasse 5 Fabriken und Truppentransporter Stufe 2. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Der Geheimdienst meldet dringliche Mitteilungen. Pakt gegen Spionage. So, gehen wir jetzt mal hier in das System rein, gucken, was hier los ist. So, das muss eh noch wachsen. Nahrung haben wir genug. 34 Runden. Mach's mal so. 23 Runden. Das ist eigentlich erstmal genug. Was hat man noch? Nein, kein Abkommen wird abgelehnt. Und dann war hier noch ein Bericht. Als Vorsichtsmaßnahme wird die gesamte militärische Abteilung umstrukturiert. Durch zahlreiche Umbesetzungen können wir etwas über die vorrangigen Interessen der Cardassianer erfahren. Mit etwas Glück wird diese neue Organisation feindliche Agenten ins Licht bringen. So, ich würde sagen, die beiden. Jetzt mal hier 50, 80. 145 ist der besser. 160. 185. Ja, nehmen wir uns die beiden vor. Fangen wir hier an und das System. Wieder ein Schiff fertig. Da unten sind Cardassianer. Ah, da sitzen die.
Gehen wir mal darüber. War noch was offen. Klimakontrolle entdeckt. Ein Durchbruch im Bereich der Antriebe. Asymmetrische peristaltische Feldmanipulation. Diese Technologie erzeugt überlagernde Felder um die Warp-Gondeln, deren Wirkung kumuliert auf diese Weise deutlich größer ist. Dadurch sinkt der Gesamtenergiebedarf großer Warpfelder. Ein Fein. Fliegen wir hier mal weiter. Okay, also hier sind auf jeden Fall die Cardassianer. Da ist auch ein Scout der Klingonen unterwegs. Wie sieht's hier aus? Da wird jetzt an unseren Schiffen gebaut. Ist das jetzt eigentlich schon... Das sind jetzt... Ah, die... Dann will ich jetzt aber auch schon die Stufe 2 haben. Werden ja leider nicht automatisch aufgerüstet. Das dauert jetzt ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass die Klingonen jetzt gerade hier die Zeit haben, um zu expandieren. War noch was offen? Nee. Wie weit sind die? Okay, 4 Runden brauchen die jetzt dafür, um das zu bauen. Die sind angekommen, wollen wir die schon mal in die Flotte integrieren. So, und das ist das Klapnia-System, das mit 2 ozeanischen Planeten eigentlich gar nicht verkehrt wirkt. Die beiden haben nämlich schon 110 zusammen. Dann haben wir 125. Ja, 175 bringt das System, aber das werden wir uns wahrscheinlich nicht holen können. Zumindest nicht, solange hier die Klingonen sitzen. Und die Cardassianer sind wahrscheinlich auch beschäftigt. So, da unten war noch ein bisschen was. Dann lasst uns mal hier lang fliegen. Da kommen wir noch hin. Nicht am schwarzen Loch vorbei. Ein bisschen aufpassen. So. Kein Ereignis in dieser Runde. Das passiert auch nicht oft. Das Andevian-System ist leer, was die Produktion betrifft. So, da können wir noch ein bisschen was bauen. Wir sehen jetzt hier, wir haben hier ein wir haben jetzt das Maximum erreicht. Mehr Arbeiter werden wir nicht kriegen. Was brauchen wir denn mal? Wir können 5 Plasma-Reaktoren, 5 Datenbanken und 5 Universitäten bauen. Da können wir mal hin und her shiften, je nachdem, wie wir das brauchen. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Ich bin gleich wieder zurück. Und dann geht's hier weiter. Thank you.
Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Abkommen wird abgelehnt. Streitkräfte haben die Schlacht gewonnen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Abkommen wird abgelehnt. Abkommen wird abgelehnt.
Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Unsere Streitkräfte haben die Schlacht gewonnen. Güter bestellt. Und? Entschuldigt, ich habe gar keinen Ton eingeschaltet. Was? Das weist mich auch niemand drauf hin. Das ist wahrscheinlich auch eh niemand, der jetzt ganz genau zuhört. Okay, nächster Schritt. Garon waren wir. Carvis Alpha. Fabrik ausbauen. Ja, machen wir danach weiter. Kenda ist auch noch 17 Runden beschäftigt. Malkor. Fragt eigentlich gar nicht, aber die könnten wir auch mal wieder ein bisschen zurückholen. Schnappen wir uns die mal alle wieder. Schicken wir die zurück in die Fabriken. Und jetzt sollen die hier mal ein bisschen ausbauen und ein paar Sachen erledigen. So, Ladungssammler. Hydrationsreplikator. Das brauchen wir alles nicht. Was können wir da noch ausbauen? Zwei Sachen. Die Fabriken 36 Runden. Bei den Horchposten vielleicht. Natürlich schon 36 Runden ist natürlich happig. So viel will ich jetzt nicht gar nicht. Den Horchposten bauen wir aus. Ja, guck mal, die Farmen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr vielleicht da raus. Machen wir das so. Haben wir die Forschung ein bisschen runtergeschraubt. An anderer Stelle wieder gucken, dass wir die hoch. Stopp, wir waren im Malkor-System. Im Sol-System sind wir beschäftigt. Talar baut auch gerade noch. Wie sieht es denn hier dann aus mit Forschung? Da sollten wir vielleicht mal Nahrung, was zu nähe ist noch. Das passt nicht. Danach werden wir hier wieder verstärkt auf die Forschung gehen, denke ich. Talar und Tyros fehlt noch. Und da ist auch
eine Runde noch, dann bauen wir die Fabrik aus. Wobei, ich warte jetzt erstmal ab. Ich nehme jetzt mal raus, machen wir gleich nochmal anschauen. Da will ich nochmal nachgucken, was dann da passiert. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Baut, ausbauen, Tyrus ist leer. Ich weiß mal nach den Ferengi. Die wollen nämlich, wenn sie... Ja, wenn die immer zu uns kommen und uns angreifen, wir haben halt keinen Friedensvertrag und die sind aufgebracht. Das heißt, die werden uns angreifen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Cardassianer sind aufgebracht, Ferengi sind aufgebracht, Klingonen sind noch neutral. Die Romulaner sind eisig. Oh, ich fürchte, das wird zum Krieg kommen. Aber wir bauen ja zum Glück unsere Schiffe geradeaus. So, zwei Runden da noch. So, und was hatten wir jetzt noch? War das Ken da? Nee, dann war es... Was Alpha? Wo war das denn? Tyrus. So. Wir haben plus 85. Das sollte eigentlich reichen an Nahrung, um alles abzudecken. Wir haben keine Energie. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir ein bisschen Plasma-Reaktoren bauen. Machen wir mal 5 Stück. Und dann schauen wir mal weiter. Wir können nämlich Replikatoren bauen für Nahrung. Eine Windturbine in 3 bringt 50 Energie. Machen wir das mal im Anschluss. Und dann schauen wir da mal weiter. Das Kolonieschiff braucht noch 3 Runden. Und das hat noch 5 Runden, bis es gebaut ist. Naus ist leer. Könnte ein bisschen Energie vielleicht reduzieren um einen. So, was könnten wir denn noch ausbauen? Plasma, wir könnten die Datenbanken und Universitäten nochmal ausbauen hier. Was gibt es denn so noch? Ladungssammler, Rotationsreplikator. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und dann kümmern wir uns mal um die beiden. Also, Datenbank und Universität. War sonst noch was, was offen war? Nee, das war die einzige, die jetzt leer geworden ist. Schicken das mal hoch. Die dürfen jetzt mal tatsächlich ins Wurmloch fliegen. Der Geheimdienst meldet dringliche Mitteilungen. So, und wir haben ein Kurierschiff der Cardassianer aufgebracht. Während einer Routinekontrolle wurde ein Schiff entdeckt, das als Kurier der Cardassianer agierte. Aus den Logs des Schiffes konnten wir entnehmen, dass der Händler Nachrichten, Waffen und Agenten für die Cardassianer befördert. Ihr gesamtes Netzwerk wurde somit geschädigt. Wir können davon ausgehen, dass ihre Operationen in unserem Imperium für längere Zeit behindert sind. Sehr schön. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ladungssammler ist da gebaut und die Klingonen wollen wieder was. Na komm, wie viel wollte er? Abkommen wird angenommen. Das Kolonieschiff ist angekommen und können jetzt schon mal loslegen, hier Planet zu terraformen. Planet zum Terraformen auswählen. Der Ladungssammler gebaut, der bringt uns nochmal einiges an Energie. Mal gucken, ob wir da ein bisschen einfach abziehen. Ja, kann man machen. Ich glaube, das reicht auch für den Föderationsreplikator. Und da stecken wir mal in die Forschung. Carvis Alpha ist leer. So,
da sind wir auch, das ist das Maximum, was wir haben. Das heißt, wir können jetzt hier mal gucken, wie es hier weitergeht. Was haben wir hier noch? Subraumscanner, Ladungssammler, Föderationsreplikator. Können hier schon Schiffbau machen? Kurz, das ist doch... Ach nee, das ist das hier unten. Wie sah es eigentlich hier drüben aus? Haben wir auch noch nicht nochmal geguckt. Okay, die sind jetzt so weit durch. Güter bestellt. Okay, haben wir denn hier oben schon... Ich denke mal, hier errichten wir dann eine Werft. Das ist, glaube ich, vernünftig, weil wir da eine Werft haben. Das ist relativ groß, 345 ist das größte davon. Hier haben wir dann auch Produktionskapazität, um hier eine Flotte hochzuziehen. Da müssen wir auch gucken, dass wir hier die Fabriken dann hochpushen. Denn bei der Größe kann man hier ordentlich Schiffe produzieren. Haben wir denn irgendwo noch... Oh, die haben sich jetzt hier eingenistet. Okay, das heißt, wir nehmen wahrscheinlich dann Sarpedon als zweites System. Ich denke mal, die ersten, mit denen wir Krieg führen werden, sind dann wahrscheinlich die Cardassianer. Wie sind denn überhaupt die Beziehungen zu den Cardassianern von den anderen? So, die haben eine Allianz mit den Ferengi. Okay, das heißt, die werden damit reingezogen. Die haben Frieden mit den Klingonen und die haben Krieg mit den Romulanern, so wie alle anderen auch. Also die Romulaner sind sogar die Buhmänner, die die anderen davon abhalten, auch mit uns Krieg zu führen. Das heißt, wenn die Romulaner weg sind... Und so groß sind die wahrscheinlich nicht mehr. Das ist nicht mehr viel, vermute ich. Dann werden die zu uns kommen. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Das ist gebaut. Die wollen die Forderung. 3200 Japan. Abkommen wird angenommen. Okay, bevor ihr hier anfangt. Die Romulaner wollen Kriegsbündnis. Nein. Abkommen wird abgelehnt. Ich schicke uns trotzdem dorthin, denn ich werde hier hingehen und hier gleich relativ zügig mit noch Planet einem Planeten terraformen auswählen. Welchen nehmen wir denn? Guck mal hier, die Wüste nehmen wir noch mit. Dann werden wir einen schon mal einsetzen, dass der hier schon mal das System kolonisiert und dann rüsten wir hier die anderen nach und nach hoch. Das heißt, wir terraformen sie, um sie dann auch bevölkern zu können. So, Kommandokreuzer ist eingetroffen. Sehr gut. Hier drüben ist auch noch einer, den schicken wir dann mal ins Sol-System. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, und die Cardassianer haben eine Erklärung ab. Wahrscheinlich, weil wir deren Zukunftsterritorien ins Auge gefasst haben. Ja, aber ich will da hin. Ich will hier hinten ein bisschen noch mal was machen. So, was machen wir mit den Antedianern? Wollen wir die zu uns holen? Sind halt aufgebracht. Also wir wählen halt... Ach, wir schicken einfach mal was. Wir versuchen das mal. Ist denn da noch irgendwas Wichtiges? Hier oben noch mal gucken, bei Garon. Da noch was ist, da wird gerade gebaut. Güter bestellt. Hier unterwegs. So. Das System wird kolonisiert.
Sondern wir wollten hier eigentlich mal einfliegen ins Wurmloch. Ins Wurmloch fliegen. Die Einheit wird in das Wurmloch fliegen. Mal schauen, ob sie das überlebt. So, und wir haben im Wurmloch unser Schiff verloren. Dieses System gehört von nun an zur Föderation. Ich hatte es befürchtet. So, sind wir da jetzt gewachsen. Angosia ist leer. Genau, da ist jetzt die Flotte gebaut. Haben wir denn hier noch was, was wir hier produzieren können? Ladungssammler auf jeden Fall. Föderationsreplikatoren, wie sieht es denn hier aus? Da haben wir nicht genug Energie aktuell. War auch nicht weiter schlimm. Können wir sonst, wir haben genügend, um da was zu machen. Was sagt denn die Bauliste noch, was wir ausbauen können? Horchposten. Und die ist aber dann voll, die Liste. Das müssten wir in der nächsten Runde machen. Was haben wir noch? Ich glaube, war noch irgendwas leer. Angosia war leer. Das waren nur diese Anfragen. Ja, Katuan müssen wir im Prinzip jetzt mal schauen. Drei hiervon, drei davon. Und wir kaufen das. Güter bestellt. Und da ist das Schiff fertig. Das passt. So. Einen leichten Jäger. Was bauen wir jetzt? Also Flotte sollten wir schon noch weiter bauen. Und Truppen. Machen wir eine Flotte damit. Aber wir können es gerade da gar nicht bauen. Wie sieht es hier aus? Der braucht 7 Runden für einen. Da bräuchten wir 5 Runden dafür. Das heißt 45 Runden für die komplette Flotte. So, aber die Klingonen können wir was wiedergeben. Wir kriegen hier das Territorium zurück. Das will ich gar nicht. Das brauchen wir nicht. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Deneb ist leer. Was haben wir denn noch so? Geschenk. Ringi stellt eine Forderung. Die wollen nicht. Ladungssammler gebaut. Schauen wir mal ins Deneb-System. Wie sieht's denn hier aus? Schiffe theoretisch bauen brauchen wir jetzt aber hier eigentlich gerade gar nicht. So, können wir Energie abziehen? Nee. Wir müssten was abschalten. Das braucht man, glaube ich, nicht. Dann passt das. Dann können wir hier noch ein bisschen was verlagern. Ladungssammler. Rotationsreplikator. Fabrikator und Automatikfarm. Machen wir das mal so. Wie sieht es im Sol-System aus? Da möchte ich eigentlich ja noch ein bisschen was bauen können. Utopia Planitia. Einmal im Heimatsystem. Ich habe aber 19 Runden. Hier Nahrung reduzieren. Wie viel kriegen wir denn raus? 3. Das heißt, wir können eigentlich noch mal 3 Fabriken problemlos dazu bauen. Nochmal die Automatikfarm dazu. Wobei, wir haben auch hier noch was. Wir könnten die Replikatoren mal errichten. Ja, im Sol-System, das habe ich ein bisschen vernachlässigt, finde ich. So, das können wir mal Güter kaufen. Bestellt. Garon-System auch nochmal kaufen. Güter bestellt. Das Schiff braucht noch eine Runde, bis es da ist. Und 2 Runden braucht der Transporter noch. War noch irgendwas offen? Deneb hat man zum gekümmert. Die Forderung der Ferengi, haben wir die schon? Abkommen wird angenommen. So, und die wollten jetzt nicht. Kein Verlangen, unsere Freunde zu sein.
Andevian ist leer und Garon ist leer. Gehen wir erstmal nach Garon. Ja, wie machen wir hier weiter? Also, da haben wir jetzt auch eigentlich genug an Nahrung erstmal. Können wir einen hier verlagern. Bauen wir das einfach noch ein bisschen aus. Und dann schauen wir da weiter. So, und was war das andere System? Andevian. Von daher können wir das eigentlich dahin verteilen. So, wir haben hier auch die maximale Bevölkerung erreicht. Das heißt, mehr als die Arbeit haben wir eh nicht. Die muss also gut verteilen. Was gibt es denn hier noch Nettes? Eine Werft im Andevian-System. Wo sitzen wir denn im Andevian? Da. Ausbau ist wahrscheinlich nicht verkehrt. So ein Handelszentrum würde ich mal errichten wollen. Gibt es denn irgendwas, wo wir Energie kriegen? Supercomscanner. Ne, haben wir hier nirgends. Okay. Das heißt, wir müssen da tatsächlich dann Arbeiter einsetzen, um Energie zu erzeugen. So, Handelszentrum, Replikator. Machen wir das erstmal, dann schauen wir weiter. Wie sieht es denn da noch aus? Noch, wenn wir es übertragen. Da war der Ausbau. Die war leer. Passt soweit. So, und jetzt können wir hier mal ein bisschen terraformen. Planet zum Terraformen auswählen. Güter bestellt. Noch eine Runde. Talar ist jetzt leer. Schauen wir mal, was könnte man denn hier noch bauen. Genesis-Forschungslabor nehme ich nicht woanders hinsetzen. Ausbau Typ 4. Datenbank. Und danach können wir wieder das umschiften Richtung Datenbank und Forschung. Wie sieht es denn überhaupt forschungsmäßig aus? Wir sind hier 5 überall. Da sind wir noch auf 4. Antrieb, Bautechnik und Computer haben wir natürlich verbessert. Da könnten wir auch sonst gucken und mal alle Schiffe anschauen. Die Sternbasen können wir noch nicht. Schlachtschiffe auch noch nicht. Aber wir haben zumindest die Kommandokreuzer auf Stufe 1. Okay, da dürfen wir auf Stufe 6 kommen, um die dann bauen zu können. Wie sieht es geheimdienstmäßig aus? 688 haben wir. Das Imperium anschauen. Da haben wir jetzt 50% mittlerweile der Wirtschaft. Oh, das ist gut. Militär 59%. Ja, wir sollten da weiter aufrüsten, dass wir da nicht... Das heißt, wir könnten theoretisch auch gegen alle gleichzeitig Krieg führen und hätten immer noch eine Übermacht. Wissenschaft kommen wir auch voran. Da sind wir auch stärker mittlerweile als die anderen. Ja, wunderbar. So, den Truppentransporter, den schicken wir jetzt mal nach da unten, nach Katulan. Ist noch irgendwas offen? Das haben wir, glaube ich, schon uns angeschaut. Da wird gebaut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen wollen? Universität ausbauen. Weil eigentlich will ich da noch die Flotte bauen. Kommandoschiffe. 1, 2, 3. 9 Stück. Eine komplette Flotte. Die setzen wir hier nach Malkor. Okay, die haben hier auch schon einen Außenposten errichtet. Haben hier einen leichten Jäger unterwegs. System haben Ladungssammler gebaut. Wie sieht es denn hier aus? Okay, jetzt haben wir da die Fabriken und dann Replikator.
Terraforming abgeschlossen. Der Geheimdienst meldet dringliche Mitteilungen. Schauen wir uns nicht rein. Das ist die übliche Meldung. Die kennen wir schon. Kavis Alpha ist leer. Und in Katulan haben wir das Terraforming abgeschlossen. So, da ist die Flotte jetzt komplett mit 9 Schiffen. Das Kolonieschiff ist, glaube ich, noch beschäftigt. Nächstes durch. Planet zum Terraformen auswählen. So, der braucht noch 2 Runden. Und welches System hatten wir jetzt noch offen? Kavis Alpha. So, auch hier müssen wir noch ein bisschen in die Fabriken investieren. Zur Nahrung haben wir mehr als genug. Ich denke, wir holen hier sollen da noch einiges. Erstmal 5 Fabriken dazu. Was können wir dann noch bauen? Über die privaten Farmen können wir das noch ein bisschen entlasten später. Subraumscanner. Ja, wir gehen erstmal dahin. Machen wir erstmal das. So, ist noch irgendein Ereignis gewesen? Das war nur Ausbau. Das war leer. Passt. So, eine Runde noch. Wie sieht's denn nochmal? So, die Systeme sind soweit zufrieden oder erfreut. Das ist gut. Dann nochmal den Diplomatiestatus anschauen. Das ist soweit okay. Die Ferengi, ja, es wird schon besser. Die sind immer noch. Und die sind feindlich. Komm, wir schenken denen mal ein bisschen was. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. So, und wie erwartet haben die jetzt hier natürlich ihren Außenposten gebaut. Dadurch wollen die hier ein bisschen, ist das jetzt umkämpft. Ja, was machen wir? Ich meine, wir wollen da eh nicht in die Richtung. Wir könnten theoretisch auch den Ferengi. Sind aufgebracht. Komm, wir schenken denen zwar die Territorien. Nehmt die. Ist okay. Brauchen wir nicht. Kein Ereignis. Er ist gleich da. So. Talar ist leer. Geschenk überreicht. So, das Talar-System. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn da? Nahrung noch. Das passt. Wir haben hier alles da reingesteckt. Energie ist ordentlich. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir das jetzt mal hier raus. Dass wir hier mal wieder was machen müssen. Wir können alles in die Forschung stecken. Möchte ich aber nicht ganz. Ich denke mal, wenn wir hier so das nehmen und den Rest packen wir hier in die Datenbanken, dass wir unseren Geheimdienst stärken. Da ist ein Ferengi-Scout und den Truppentransporter, den lassen wir jetzt hier mal den Außenposten. Ein Außenposten wird gebaut. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Ist leer und die Romulaner wollen was. Wenn wir denen was geben, wenn wir das machen, machen wir die, glaube ich, wieder ein bisschen stärker. Und umso länger dauert im Prinzip auch dieser Krieg, den die dort führen. Davon profitieren wir. Abkommen wird angenommen. Nehmt mal. So, jetzt können wir aber mal gucken, wie sich die Antedianer leicht weiterentwickeln. Sind jetzt feindlich. Da warten wir noch ein bisschen ab. Vielleicht wird es nochmal besser. Haben wir noch irgendwas übersehen? Rotationswerft Tyrus war leer. Ah, genau. Das ist gut, dass wir da hingucken. Nahrung haben wir ausreichend. Das heißt, wenn wir die nochmal ausbauen, dann haben wir da auf jeden Fall genug. Aber wir könnten nochmal die Fabriken. Die haben eine Stufe 1 Fabrik. Aber wir haben so viele übrig. So. Wir passen denen jetzt das und dann bauen wir die aus.
War denn hier 10? Vielleicht nicht ganz, aber es sieht eigentlich relativ gut aus. Ist noch irgendwas? Oh, noch mal bedient. Und da ist es gefallen. Hat also gar nichts mehr gebracht, da das Geld zu überweisen. Außenposten errichtet. So, Kenda ist leer in der Systemreihe. Ich denke, als nächstes könnten wir mit an der Reihe sein. Von daher ist es vielleicht nicht verkehrt. Wir haben hier noch nichts an Verteidigung. Wir bauen hier einen Schildgenerator. Mindestens 5 Orbitalgeschütze erstmal. Bunkernetzwerk. So, und das hat jetzt so weit da unten auch gepasst. Das Kolonieschiff kann hier Planet weiter terraformen. Zum Terraformen auswählen. Güter bestellt. Da ist der Scout unterwegs. Da wird fleißig gebaut. Wie sieht's in Garon aus? Auch noch beschäftigt. Malkor war, glaube ich. Doch, die machen gerade hier noch den Ausbau. Wir können hier relativ gut was produzieren. Von daher sollten wir eigentlich im Nachgang hier dann die Fabriken setzen. Wir haben hier ein bisschen Verteidigung. Was nicht schlecht ist, dann machen wir das als nächstes, den Ausbau. Und vielleicht. Haben wir jetzt hier. Das System ist relativ wichtig. Wir haben jetzt hier 3. Ich meine, wenn die keine Energie haben, sind die eh nicht betrieben. Von daher packen wir hier nochmal jetzt auf 10 hoch. Und das System wird wahrscheinlich eins der ersten sein, die auch angegriffen werden würden, wenn es zum Krieg kommen sollte. Also ich rechne damit, dass jetzt über kurz oder lang das passiert. So, da oben können wir jetzt hin. Wo würde sich denn das anbieten, was zu bauen? Wie lange brauchen wir denn für ein Kolonieschiff? 13 Runden bräuchten wir hier. Tala hatten wir jetzt so eingeschränkt, weil wir die dort reinstecken, die Sachen. Wir könnten, aber es ist halt die Frage, ob wir nicht unser Kolonieschiff dann nicht hier hinschicken. Was hatten wir hier? 50, 80, 145. Und wenn wir das nach oben schicken, was hatten wir hier? 30, 45 und 80. Ja, eigentlich will ich das System hier oben haben. So ein bisschen da raus. Das andere können wir uns immer noch holen. Schickt man die nach oben? Sollen die sich dann drum kümmern? Terraforming abgeschlossen. Bynaos ist leer. Wer ist denn Horchpost? Haben wir noch ein bisschen Energie übrig? Was braucht denn der Horchposten an Energie? 100. Und der ersetzt ja hier den Scanner, der 50 braucht. Sollte also eigentlich passen. Dann bauen wir jetzt hier den Horchposten aus. Dann die Fabrik und dann machen wir uns daran, wollen wir das ausbauen. Sonst haben wir nur andere Sachen gebaut, nichts ist leer. Hier können wir noch gucken, was wir das kaufen. Güter bestellt. So, da haben wir noch einen Planeten. Planet Terraform. Zum Terraformen auswählen. Das System erschlossen. So, und der wird jetzt hier wahrscheinlich gleich auch sein Ende finden. Unsere Streitkräfte haben die Schlacht gewonnen. Terraforming abgeschlossen. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, die haben wir bezwungen. Wir haben das Terraforming abgeschlossen. Das heißt, die schicken wir dann ganz nach oben. Da in Evadne ist ein Föderationswerft gebaut worden, ein Schildgenerator gebaut.
So, es geht los. Die Klingonen kündigen Freundschaftsvertrag mit der Föderation. So, die Beziehungen sind jetzt also dann neutral. Aber die haben halt eine Allianz. Ja. Die müssen nach oben. Ja, wahrscheinlich, weil wir haben das Schiff abgeschossen und die sind halt in einer Allianz mit den Quirengi. Die haben die wahrscheinlich dazu dann überredet. So, was war denn mit den Antedianern? Die sind feindlich. Schick mir denen nochmal was. Ich möchte jetzt im Moment eigentlich nicht, also die sind natürlich schon interessant. Die haben 275, da wären nochmal 35 dazu. Also 310 Bevölkerungspunkte. Ach komm, wir versuchen das nochmal. Vielleicht nicht ganz so viel, mal 2000. Haben wir jetzt ein Geschenk geschickt eigentlich? Achso, Abkommen über Geschenk. Okay. So. Warum dauert das eigentlich so lange? Noch zwei Runden? Nicht runterschrauben, Energie. Bestellt. So, da geht's los. Ferengi erklärt uns den Krieg. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. Klingonen verhalten sich da noch neutral. Vielleicht können wir das so ein bisschen ausnutzen. Wir können mal gucken, ob wir den Klingonen irgendwie einen Nicht-Angriffspunkt unterjubeln können. Sind aufgebracht. Wir versuchen es einfach mal. Die schicken wir jetzt darüber. Was haben die denn hier? Zwei leichte Jäger. Und da haben wir die. Die positionieren wir dort. Und die lassen wir erstmal hier vor Ort. Da wird noch gebaut. In einer Runde ist der fertig. Andevian war leer. So, was würden wir hier noch machen? Fabriken ausbauen, die erstmal ausbauen. Ist denn sonst noch was übrig gewesen? Tulan ist leer, okay. Ja, einfach nochmal weitermachen. Drei hiervon, drei davon. Aber das kriegen wir jetzt, glaube ich, erstmal selber hin. Wir haben hier unten den Außenposten. Das ist halt die Frage, wie greifen wir denn an? Also, wir können uns natürlich verteidigen. Und die Klingonen nicht eingreifen. Lukreuz ist da gebaut worden, ihr Wappen ist leer. Also viel zu viel auch an Nahrungsproduktion. Da reichen zwei von denen. Mehr brauchen wir da gar nicht mehr. Produzieren Energie. Ja. So, dann würde ich sagen, ich schau mal hier, dass wir ein paar Fabriken bauen. Drei,
5 Fabriken. Aber 2 Plasmareaktoren. Und dann noch ein bisschen was ausbauen. Weil wir könnten einen Ladungssammler errichten. Machen wir das mal so. Ist dann noch was übrig? Nicht angriffspackt. Was nehmen wir denn irgendwo? Truppenbewegung. Da, Waffenkreuzer. So, 2, 4, 6, 7, 8 Waffenkreuzer, okay. Kardassianer sehe ich da nicht, aber wir haben auch jetzt nicht so die Sensorreichweite. Die kommen nicht großartig weiter hier. So weit ausgebaut haben wir das noch nicht. ...5.000 kostet uns da einer. Aber wir schicken die... ...gleich erstmal, dann machen wir Chor. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, die nehmen natürlich ab, was wir erwarten. Sind wir irgendwo durchgeflogen? Ah, okay, ja. Wir sind mit dem Kolonieschiff da durchgeflogen. War vielleicht nicht das Beste, aber gut, ist jetzt so. Da sind Cardassianer, Angriffstransporter. Nein, das sind die Klingonen. Ein Scout ist dort. Die Klingonen haben da unten noch ein bisschen explodiert. Wie sieht es denn beziehungsmäßig zwischen ihnen aus? Also die haben jetzt natürlich mit uns Krieg. Das sehen wir hier. Die Klingonen haben Frieden mit denen. Das sind halt die Cardassianer und die Ferengi haben eine Allianz. Ah, okay, die Klingonen sind also gar nicht da involviert. Die beiden sind halt in der Allianz und greifen uns deshalb an. Okay. Corcoralis ist leer. Oder Corcorali. Mal so rum, wir haben eigentlich genügend Nahrung. Dann schauen wir da weiter. Ist noch irgendetwas? Leuchtposten haben wir da gebaut. Passt soweit. Nächste Runde. Eine Einheit ist vernichtet worden. Der Geheimdienst meldet so, dringliche Außenposten Mitteilungen. Zerstört. Damit war zu rechnen. Replikatoren im Solsystem. Da ist das leere Solsystem. So. Utopia Planitia wäre natürlich eine feine Sache, aber wir sollten hier noch ein bisschen auf Verteidigung setzen, weil wir haben nicht viel, glaube ich. Nee. Okay, Bunkernetzwerk. Schildgenerator. Und erstmal 5 davon, von den Orbitalgeschützen. Und ein Daystrom-Institut. Das Handelszentrum. Ah, komm, Forschung möchte ich eigentlich ein bisschen pushen. Was haben wir denn dorthin geschickt? Ein Waffenkreuz hat er ausgereicht. Ist noch etwas leer? Nee, war nur so. Und die ziehen sich da zurück. Da ist der Scout. Das
Also Malkor produziert eine Fabrik ausbauen, 32 Runden. Das ist natürlich einiges. Schon durch einiges reingesteckt, aber wir nehmen es trotzdem raus. Wir bauen nämlich hier noch ein bisschen was, denke ich. Bei 32 Runden braucht die. Da habe ich so viel noch gar nicht reingesteckt. So, acht Runden kostet eins. Machen wir hier nochmal eine Flotte mit leichten Kreuzern. Da drei Kreuzer unterwegs. Bleib mal hier. Immerhin schon mal zwei. Und den gebaut. Mal schauen, was macht denn jetzt der Imperium-Status. Wissenschaft sind wir denen ein bisschen voraus. Militär auf jeden Fall eigentlich. Oh, kleine Rassen. Lass uns da mal gucken. Antidiana. Isaac. Ziehen wir jetzt langsam auf unsere Seite. Da ist ein Scout unterwegs. Terraformen auswählen. Dann haben wir das Suvin-System bald auch unter unserer Kontrolle. Wie sieht es hier unten aus? Machen wir das mal so. Jetzt geht es da ein bisschen schneller. Das ist halt ein bisschen was, aber auch nicht so extrem viel. Da ist ein Kreuzer. So, Interphasenstabilisatoren lassen einen Duotron mit zwei weiteren Elektronen auf einer senkrechten Achse aufwerten. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Eine solche Einheit nennt man Quadritron, was zu der Bezeichnung Quad als oder Quad als Einheit für Datenmenge geführt hat. Ah, okay, das ist dann Computer. Okay. Terraforming macht so halbwegs Sinn. Die Quadritronik haben wir entdeckt. Und da oben ist Terraforming schon abgeschlossen worden. Na, die Stufe 2 ist doch, hat sich gelohnt. Das ging nämlich dann relativ Planet flott. Planet zum Terraformen auswählen. Also noch zwei Runden. Was machen wir denn im Anschluss? Das Handelszentrum machen wir tatsächlich Utopia Planitia. Das will ich eigentlich haben. Das ist leer. Oder haben wir alles hier reingesteckt? Zwei Kommandokreuzer. So, sieben, acht Waffenkreuzer haben die hier.
Das sind eigentlich 10, wenn man die dazu zählt. Da sind ein paar Zerstörer. Truppentransporter. 3 Zerstörer, 2 Kreuzer. Was haben wir hier noch? Kolonieschiff Stufe 2. Und dann mal ein Scout von denen. Ich sehe da noch nicht so das große Problem, muss ich gestehen. Und wir bauen ja noch weiter aus. So, jetzt sind Klingonen im Krieg. Terraforming abgeschlossen. Versuchen wir mal. So, gibt's ein Coming, ein Ereignis. Oh, die sind aufgebracht. Ja, es ist mit allen Krieg. Ja, das ist etwas, was dieses Spiel leider immer wieder macht. Einen so in diese Kriegshandlungen schicken. Schlachtkreuzer Stufe 2. Da haben sie auch einiges. Suchen sich immer so den stärksten Spieler raus und dann gehen alle auf den. Das System wird kolonisiert. Sieht hier unten aus, da ist er beschäftigt soweit. Die Einheit wird alle feindlichen Schiffe angreifen. Eigentlich hier auch mal machen. Die sind auf Angriff. Warum sind die denn auf Meiden? Ach, okay, klar. Wahrscheinlich durch die... Ich hatte die polarianischen Schiffe. Das waren die ersten in der Flotte und die waren wahrscheinlich auf Meiden gesetzt. Ist hier noch irgendwas? Kriegen wir 100 Unterstützung? Ist der Krieg erklärt? Dieses System gehört von nun an zur Föderation. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So, vielleicht hilft uns das weiter, dass die das gut finden, wenn wir gegen den Krieg führen. So, und auch die sind da erfreut. Ah, die werden da wahrscheinlich einfliegen. Bei Schlachtkreuzer. Schauen wir mal. Eine Einheit ist vernichtet worden. Diplomatische Nachrichten sind eingetroffen. So. Dann können wir doch hier tatsächlich mal handeln mit denen. Die haben hier angegriffen. Aber wir haben auch ein bisschen was. So ein Talar. Stellen wir jetzt wieder um. Wir müssen hier produzieren. Wir müssen Schiffe produzieren. Eine Einheit ist vernichtet worden. Oh. Die haben uns alle abgeschossen. Wie sieht's denn jetzt dann aus? Wahrscheinlich militärisch. Sagt immer noch 54. Aber wir wissen wahrscheinlich nichts über die Klingonen. Das ist es wahrscheinlich. Und die sind wahrscheinlich ebenbürtig. Rosia baut. Talar baut jetzt auch wieder. So viele Schiffe verloren.
Nun gut, aber ich denke, da machen wir jetzt heute eine Pause und schauen dann beim nächsten Mal weiter, wie sich dieser Krieg entwickelt. Oder wie gesagt, diese Kriege, ich meine, sind jetzt immerhin drei Kriege. Föderation gegen Klingonen, Ferengi und Cardassianer. Ich habe damit gerechnet, dass das passiert, aber ich wusste nicht, dass die Klingonen doch so stark sind. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Chance haben. Also wir produzieren jetzt auf jeden Fall Schiffe, soweit das möglich ist. Gucken wir mal, dass wir die Antedianer noch auf unsere Seite kriegen. Vielleicht können wir dort auf der Werft, wenn die eine haben, noch mal was produzieren. Irgendwie müssen wir da durchkommen. Okay, ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.